Jetzt hat sich noch die Sozialsprecherin der FPÖ zu Wort gemeldet, Dagmar Belakovic, ausgebildete Ärztin. Zu Wort. Sie wartet. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister. Zunächst einmal, Frau Kollegin Burcella, herzlichen Dank für die Aufklärung, dass die ÖVP Sicherheitspolitik jetzt ganz abgeschrieben hat. Sie haben hier ja wortwörtlich gesagt, Sie lehnen die Festung Österreich ab. Sie haben es ja auch schon bewiesen. Gestern in der Nacht haben wir ja auch den Arbeitsmarkt für Drittstaatsangehörige ohne Rot-Weiß-Rot-Karte erleichtert. Also Sie machen alles, dass die Zuwanderung in Österreich zunimmt. Das ist großartig. Vielen Dank für die Aufklärung. Die Österreicherinnen und Österreicher werden es Ihnen danken. Ja. Aber es geht ja hier auch um den Mutter-Kind-Pass. Und Frau Kollegin Burcella, auch jetzt schon konnten Väter mitgehen zur Untersuchung. Allein sie wurden nicht untersucht, sie haben zugeschaut. Sie haben sich vielleicht das Ultraschallbild mit angesehen. All das ist jetzt schon möglich. Das ist überhaupt kein Thema. Und ob Sie den Pass jetzt, wie er immer nennen, Eltern 1, Eltern 2 Pass, Elternpass, keine Ahnung, was Ihnen da noch alles schweben wird. Sie haben selber gesagt, es ist so in Ihrer Welt und es ist auch in meiner Welt so, Frauen bekommen Kinder und werden dann zu Müttern. Bei den Grünen sieht man das ein bisschen anders, das müssen Sie aber mit dem Koalitionspartner ausmachen. Der Mutter-Kind-Pass dient der Gesundheitsuntersuchung der werdenden Mutter, also der Frau, nicht der Gesundheitsuntersuchung des Vaters. Dafür wurde er nie eingeführt. Und ja, es kann passieren, dass während der Schwangerschaft der Vater vielleicht ein gesundheitliches Problem bekommt. Vielleicht kriegt er Grippe, vielleicht sogar Corona, kann alles passieren. Das werden Sie aber mit Ihrem Pass gar nicht erkennen. Das werden Sie mit Ihrem Pass deswegen nicht erkennen, weil Sie ja die Väter gar nicht untersuchen. Sondern was Sie gemacht haben von der Österreichischen Volkspartei, ehemalige Familienpartei, Sie beteiligen sich an dem linksideologischen Projekt der Grünen, das Auflösen der Familienstrukturen. Das ist es, was Sie jetzt machen. Jetzt gibt es hinkünftig nur noch dann die Eltern, Eltern 1 und Eltern 2. Die Entwicklung aus England zeigt es uns ja schon. Muttermilch darf dort nicht mehr Muttermilch genannt werden, sondern nur noch Milch des stillenden Elternteils. All das ist die Ideologie. Den Weg, den bereiten Sie als ÖVP hier gerade mit auf. Und dessen sollten Sie sich einmal bewusst sein. Schritt für Schritt macht das diese Kleinstpartei. Die nehmen 95% der sogenannten normalen Menschen in diesem Land in ihr Geiselhaft für ihre Ideologie. Und passen Sie auf, machen Sie sich doch nicht permanent zum willfährigen Gehilfen dafür, sondern versuchen Sie endlich wieder echte Werte in unserem Land zu manifestieren. Den Wert der Familie, den Wert von Eltern insgesamt. Aber Frauen und Mütter sind es, deren Gesundheit wesentlich und wichtig ist. Und die müssen während der Schwangerschaft und während der Geburt überwacht werden. Väter sind, und das ist einfach biologisch so, in dem Fall Zuseher.